Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen, Heart and Family. Ja, meine Familie mittlerweile. Und auch guten Morgen, liebe Hater. Guten Morgen, die, die hier glauben, sich etwas rausnehmen zu können, wozu sie überhaupt nicht in der Lage sind. Es ist 6 Uhr morgens hier. Es war mir ein Anliegen, hier das gleich morgens zu tun, denn ich möchte ein für alle Mal etwas klarstellen. Es geht um, in Anführungszeichen, meinen Sohn, der nicht mein Sohn ist. Es geht auch um die Menschen, die nie an meiner Stelle waren, die nie meine Schuhe anhatten, nie in meinen Schuhen gelaufen sind. Und die auch nie mit meiner Ex-Frau nur eine Minute das Leben gelebt haben, das ich mit ihr gelebt habe. Ich werde hier nicht urteilen über Menschen. Ich werde hier über mich urteilen. Das möchte ich hier ganz klar betonen. Ich möchte aber auch Dinge klarstellen, die mir am Herzen liegen. Und das ist genau der Punkt, weil wir ja auf einem Kanal, für den wir hier brennen, für den wir hier alles tun, für den wir leben, authentisch sind, ein für alle Mal diese Menschen zurückweisen, die sich hier herausnehmen, die hier versuchen, Unfrieden zu stiften. Die Menschen, die immer noch im Ego leben, die sich nicht selbst gefunden haben, zu zeigen, was es heißt, authentisch zu sein. Ein Leben in Wahrheit zu leben. Ein Leben zu leben, das es wert ist, die Wahrheit auszusprechen. Ein Leben, wo die Maske gefallen ist und wo man in Transformation gegangen ist, um auch sich Fehler einzugestehen, zu den Fehlern zu stehen und aus den Fehlern zu lernen. Und ich habe noch kein Frühstück. Ich habe mir hier was zum Trinken schnell hergestellt. Und ich habe auch meine Pfeife. Ich halte sie gerne mal rein. Ich war früher mal Raucher, aber ich paffe jetzt gerne mit einer Pfeife. Also ich habe mir auch heute absolut erlaubt, komplett authentisch zu sein. Und wenn ihr irgendwann mal hört, dass es hier etwas, einen Ton gibt, der nicht normal ist, dann ist es meine Pfeife. Denn ich werde mich vor niemanden verstecken, verstellen. Und ich werde auch niemals mehr mich ändern. Denn ich liebe mich, so wie ich jetzt bin, mehr als die letzten 51 Jahre meines Lebens. Und ich lebe ein Leben jetzt, dass ich dem ich immer nachgerannt bin. Und ich bin froh, dass ich es kann, dass ich es geschafft habe. Und das ist auch, glaube ich, ein kleiner oder vielleicht auch ein großer, ja, ein großer
Punkt, den ich setzen möchte, für all die Gefühlsklärer, für all die, die im Kollektiv momentan sind und etwas verspüren, etwas merken, etwas fühlen, das in ihnen wächst, was auch in ihnen plötzlich Veränderung hervorruft. Und ich kann euch nur sagen, lasst diese Maske fallen. Lasst sie fallen. Denn ihr werdet merken, ihr werdet spüren, wie schön es ist, authentisch zu leben, in der Wahrheit zu leben und nicht mehr in der Lüge. Nicht mehr in der Lüge eurer Gefühle und nicht mehr in der Lüge eurer Liebe. Diese Anfeindungen, die haben mich persönlich nie getroffen, nie berührt, weil ich weiß, wie schwer es ist, entschuldigt bitte, weil ich weiß, wie schwer es ist, ein authentisches Leben zu leben, in seiner eigenen Wahrheit zu leben und zu sich zu stehen. Ich habe 23 Jahre meines Lebens hinter dieser Maske verbracht. Auch davor war ich nie authentisch, war ich nie der, der ich jetzt und heute bin. Das hat nichts mit Uli zu tun, das möchte ich hier nochmal betonen. Das ist meine persönliche Weiterentwicklung. Das ist meine Erkenntnis. Das ist mein Glaube, dass ich es darf, dass ich es kann und dass es mich persönlich weitergebracht hat. Der 19.09. war natürlich der Auslöser. Absolut. Das musste auch bei mir sein, denn ich war ein sturer, ja, oder ein sturer Jungfraumann, der im Ego gelebt hat und der nicht gesehen hat, was mit ihm passiert ist. Und viele Menschen um mich herum haben mich manipuliert. Und sie konnten es auch, weil ich es zugelassen habe. Und das ändert sich, oder es hat sich geändert. Und ich möchte euch nur eins mitteilen. Ich habe einen Fehler begangen, mich als Vater aufzuspielen, der ich nie war, der ich auch nie sein konnte. Und ich möchte auch hier absolut klarstellen, auch euch die volle Wahrheit erzählen, wie das Ganze zustande kam. In Anführungszeichen, was immer jeder geglaubt hat, mein Kind, mein Sohn, ist natürlich nicht mein Sohn, ich bin nicht der leibliche Vater, meine Ex-Frau ist nicht die leibliche Mutter. Der Vater des Kindes ist der Bruder meiner Ex-Frau. Er war damals mit einem Mädchen zusammen. Und sie waren nicht verheiratet und haben dieses Kind bekommen. Und zu der Zeit wollte niemand dieses Kind haben. Und es war eigentlich für mich im ersten Moment eine gute Gelegenheit, mir selbst und nur mir selbst zu beweisen, ich kann Vater sein, ich kann vielleicht auch eine Familie haben und habe dann vorgeschlagen, wenn niemand dieses Kind möchte, was ich traurig fand, ja, dass dieses Kind zu uns kommen kann. Ich war damals ja schon mit meiner Ex-Frau zusammen, wir waren aber nicht verheiratet in dem Moment. Und das Kind kam dann im Oktober 2011 zu uns. Er ist geboren im August 2011, also er war 3 Monate alt.
und die Cousine meiner Ex-Frau hat das Kind gebracht. Im März 2012 habe ich dann meine Ex-Frau geheiratet. Das war natürlich aus rechtlichen Gründen auch notwendig, denn das Kind hat einen Pass gebraucht. Das Kind hat vieles benötigt und es wurden auch viele rechtliche Dinge, also unrecht, wie sagt man, fälschlicherweise Dinge begangen, die heute ich versuche rückwirkend wieder richtig zu stellen. Dazu muss ich auch sagen, ich bin gerade drüber und ich sage es auch öffentlich, denn es liegt mir am Herzen und ich möchte auch hier komplett authentisch sein, auch eine Selbstanzeige zu machen, denn es wurden hier Dokumente gefälscht, nicht von meiner Seite, aber die wurden gefälscht, wo ich dann in einer Geburtsurkunde als Vater eingetragen wurde, der ich ja nie war. Meine Ex-Frau als Mutter, die sie nie war. Und ich möchte zu meinen Fehlern stehen. Und ich stehe auch dazu. Denn es liegt mir am Herzen. Und ich habe vor nichts und niemanden Angst. Es liegt mir am Herzen, hier absolut authentisch zu sein und die Wahrheit zu sprechen. Und natürlich habe ich einen Anwalt, der das hier alles prüft, der das alles macht. Denn der Hintergrund in dem Ganzen ist, dass der leiblichen Mutter vorgelogen wurde, nicht von meiner Seite, weil ich kann die Sprache nicht, ich spreche kein perfektes Chinesisch und ich war auch nie an dem Ort oder in der Stadt, wo dieses Kind geboren wurde, wo auch die Mutter lebt. Das Kind sei gestorben und das Kind sei nicht mehr am Leben und dieses Unrecht, was dieser Mutter, ich muss auch noch dazu sagen, ich habe das alles erst viel, viel später erfahren, weil ich wissen wollte, was eigentlich die leibliche Mutter denkt. Warum die leibliche Mutter nie das Kind wollte. Und dann wurde mir mitgeteilt, dass der Mutter mitgeteilt wurde, das ist ein komischer Satz, dass dieses Kind gestorben wäre. Und somit hat man gedacht, ja, das war alles erledigt, aber nicht für mich. Und deshalb ist es für mich wahnsinnig wichtig, hier Selbstanzeige zu erstatten, um dann auch weitere Schritte in einem fernen Land, China, einzuleiten, um das Ganze auch richtig zu stellen. Denn ich habe es satt. Ich bin es leid, dass mir hier ständig vorgeworfen wird, wie schlecht ich mich verhalten habe, wie schlimm oder was auch Schlimmes ich getan habe. Ich habe etwas Schlimmes getan. Ja, sicherlich. Eine Familie versucht aufzubauen. Ich habe versucht, eine Familie hier, eine Familie aufzubauen, um nach außen alles zu haben, was dazugehört, um erfolgreich zu sein, um vielleicht auch ein Mann zu sein. Aber dazu braucht man keine Familie. Dazu braucht man nicht jemanden etwas vorzuspielen, Menschen zu belügen, zu betrügen. Ich muss schnell was trinken. Ich habe Schuld auf mich genommen. Ich habe auch natürlich
vieles getan, was nach außen hin nicht richtig war, und das werde ich klarstellen. Und das ist, hier ist der Anfang, weil es mir wichtig ist, auch dem Kollektiv etwas mitzugeben. Diese Authentizität, authentisch zu sein, schweres Wort, zu sich ehrlich zu sein, seinem Gefühl zu folgen, seinem Gefühl folgen zu können. Und ich möchte eins auch hier nochmal klarstellen, all diese Dinge, all das, ob ich nach Mallorca gegangen bin, ob ich Deutschland verlassen habe, dieses Kind zurückgelassen habe, hat absolut nichts mit Uli zu tun. Das ist meine persönliche und allein meine Entscheidung gewesen, nach Mallorca zu gehen, sicherlich mit Uli, vollkommen klar. Aber alles andere war meine persönliche Entscheidung. Ich war 2017 auch in China beim Anwalt, weil mir damals ja schon bewusst klar war, welch einen großen Fehler ich getan habe. Nur, ich bin in China ein Ausländer gewesen. Ich war in China ein, außer in meinem Job, aber rechtens, recht vom Recht her, ein Niemand. Also, was habe ich getan? Ich habe dann versucht, weiter mir etwas vorzumachen, habe versucht, vielleicht kann es ja besser werden, wenn ich nach Mexiko gehe, wenn ich hier noch einmal ein neues Leben anfange und dann in Mexiko alles mehr oder weniger auslaufen lasse. Und natürlich kam alles anders. Und ich bin auch froh darüber, dass alles anders kam. Weder meine Ex-Frau noch ich konnten leider dem Kind nie die Liebe der leiblichen Eltern geben. Leider ist meine Ex-Frau immer noch nicht erwacht und ich wünsche ihr von Herzen, dass sie zur Wahrheit stehen kann und dass sie irgendwann den Mut findet, auch dazu zu stehen, dass sie keine Mutter ist. Von meiner Seite kann ich nur eins euch mitteilen. Solange ihr nie den Weg desjenigen gegangen seid, der diese Schuhe trägt, der den schweren Weg geht, urteilt nicht. Es ist wahnsinnig schwer zu akzeptieren, dass vieles im Leben nicht so läuft, wie man sich's vorstellt. Aber solange du nicht in den Schuhen steckst, der sie trägt, solange du nicht seinen Weg gehst, solange du nicht seine Last trägst, kannst du es nicht beurteilen. Und das ist genau das, was auch jetzt in diesem Kollektiv passiert. Und das ist auch das, was ich den vielen Loslasserinnen immer und immer sage. Ihr müsst eure Schuhe anziehen, ihr müsst euren Weg gehen. Denn ihr könnt und ihr dürft nicht hoffen, dass er zu euch zurückkommt. Das ist seine freie Entscheidung.
und das ist sein Weg. Und nur wenn er diese Maske ablegt und nur wenn er diese Transformation annimmt, derjenige zu sein, der er auch oder das für ihn vorgesehen ist, zu sein, nur dann wird er zu euch zurückkehren können. Meine komplette Familie, Verwandtschaft hat sich von mir abgewandt. Bin ich traurig? Nein. Bin ich böse? Um Gottes Willen, natürlich nicht. Es zeigt mir, wie weit ich bin, und es zeigt mir auch, wie weit die anderen sind. Ich habe gelernt, für mich einzustehen. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu sagen, zu mir zu stehen, zu meinen Gefühlen zu stehen und zu meinem Herz zu stehen. Und mein Herz sagt mir, dass ich nicht traurig sein muss. Mein Herz sagt mir, dass ich genau jetzt glücklich sein darf für die Offenheit, für die Ehrlichkeit und für den Mut, das auch euch mitteilen zu dürfen. Ich hoffe eines Tages von Herzen, dass sich das alles aufklärt. Ich hoffe von Herzen, dass auch die Menschen die Kraft, den Mut finden, zur Wahrheit zu stehen. Und ich hoffe auch, dass es irgendwann dazu kommt, auf seine Fehler zu schauen und aus diesen Fehlern zu lernen. Dass ich heute so weit bin, verdanke ich wirklich Gott und nur Gott und dem, was ich daraus gelernt habe. Und ich danke natürlich auch Uli, denn sie hat nie, zu keiner einzigen Sekunde, mir versucht, etwas auszureden, etwas schlecht zu machen, etwas in mir zu verändern, sondern egal welche Entscheidung ich treffe, egal welche Entscheidung ich getroffen habe, ich hatte immer die Unterstützung. Und viele, die vielleicht jetzt dieses Video sehen, werden wieder Kommentare abgeben. Nicht positive, ja, ich meine negative. Das sind natürlich unsere Hater, die hier mit diesen Fake-Profils auftreten. Aber denen möchte ich von Anfang an den Wind aus den Segeln nehmen und mitteilen, dass all das, was ich getan habe, was ich tue, zu den Entscheidungen, was ich mich durchringe, es nur von mir kommt. Und alle anderen dürft ihr gerne aus dem Spiel lassen. Denn ich habe eine Frau, die Uli,
die tausendprozentig hinter jeder Entscheidung, die ich treffe, stehe, steht, die alles Menschenmögliche tut, damit es mir gut geht. Und euch möchte ich auf dem Weg nur eins mitgeben. Kümmert euch um euer eigenes Leben. Kümmert euch um die Dinge, die euch im Leben noch weiterbringen. Und schaut der Wahrheit ins Gesicht. Und hört endlich auf, in eurem Ego zu leben, nur weil euer Selbstbewusstsein, euer Selbstwert so klein ist, damit das Ego überwiegt. Fangt an, euch zu lieben und fangt an, euer Leben zu lieben. Denn auch ihr seid es wert, ein vollkommenes Leben in Wahrheit zu leben. Und hört auf andere zu hören. Und hört auf, euch ein Urteil zu bilden, ohne dass ihr jemals den Weg des anderen gegangen seid. Und deshalb wünsche ich auch euch, endlich diese Maske abzulegen und in die Transformation zu gehen, euch zu finden und euch zu lieben. Und ich wünsche mir, dass ich weiter das tun darf, was mir so am Herzen liegt, nämlich dem Kollektiv zu dienen. Und für mich ist es der liebe Gott, der mir den Ansporn gibt. Es ist der liebe Gott, der mich jeden Tag unterstützt, Menschen, die genau in meinem Leben, nicht in meinem Leben, in meinen Schuhen gelaufen sind oder in meinen ähnlichen Schuhen, weil in meinen Schuhen ist noch nie jemand gelaufen, aber die das Leben leben, was ich vor 5, vor 10 oder vor 3 Jahren gelebt habe. Und auch diesen Menschen dann helfen zu dürfen, unterstützen zu dürfen, ist mein Anliegen und dafür danke ich Gott, dass ich etwas dazu beitragen darf. Und deshalb war mir dieses Video wahnsinnig wichtig, euch die Wahrheit zu erzählen, die volle Wahrheit und endlich dem Ganzen hier ein Ende zu bereiten. Denn es hat jeder verdient. Jeder. Egal, ob das meine Ex-Frau ist, ob es das Kind ist, ob es ich bin, das Leben leben zu dürfen, was ihnen zusteht. Aber dazu muss man auch zur Wahrheit stehen. Und mir liegt nichts mehr am Herzen, als dass dieses Kind auch sein Leben leben darf, in Wahrheit. Und auch erfahren darf, wer seine richtigen Eltern sind. Und ich bin dazu bereit. Und ich wünsche es mir von Herzen für meine Ex-Frau, dass auch sie dazu bereit ist, die Wahrheit zu leben. Denn ich wollte nie in dem Leben, nicht zu wissen, wer meine leiblichen Eltern sind. Jetzt wünsche ich euch noch alles, alles Liebe. Macht's gut. Euer Micha. Tschüss.